Ja, wir sind heute bei Dunpipe Tobacco. Hier unser kleiner Bielefelder Pfeifenkreis. Und der Grund für unseren Besuch heute ist, dass der immer noch junge dänische Pfeifenmacher Peder Jeppesen hier zu Besuch ist. Und das schauen wir uns mal an. Peder Jeppesen bei Dunpipe. Ich habe das Teil schon seit über 20 Jahren. Ich kaufe jetzt seit 16. 2 Flüsse. Ja, es gibt so viel. Vorher war es schon zu weit. Dann habe ich von heute auf morgen aufgehört. Auf Umschlag drehen, klack, 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 klack. Aber der sitzt dann erst in 3 Wochen in der Pfeife. 15 Flaschen Rotwein mindestens. Das tolle Rotwein ist immer mit dem Preis drin. Du willst ja sagen, das tolle ist die Pfeife, das ist sehr ungefähr. Das teure ist der Rotwein. Die Pause, das wird in die Arbeitszeit nicht rein. Es ist bei den Sachen, in diesem Moment ist es ja wie normalerweise. Die bohren das durch und dann wird der Schlitz hinterher gesetzt. Das ist interessant. Ich habe dazu irgendwie wo war ich denn da? Da gucke ich so. Also das, Entschuldigung, das ist Quatsch, ne? Das ist keine Ahnung. Aber der Gag ist ganz einfach. Du misst über die Podcaster die Uhrzeit, drückst du nochmal die Datum. Das ist ja geil. Ja. Also dann heißt das nochmal 11, 25, 28, 11. Kannst du das abgeben. Das muss ich haben. Es gibt ja auch diese Binäruhren, finde ich auch witzig. Ja. Obwohl, weißt du, wenn du nochmal richtig brauchst. Entschuldigung. Deine Fastentasche. Ja, danke. Danke, Fuß. Das ist diese Timex-Quarz. Also so wirklich 80er. Aus einer ganzen Knolle mit dem langen Stiel als
ja, hat da durchgebohrt und die Knolle oben aufgeschnitten. Und du hast wirklich das in der Mitte das Rauchloch und dann hast du die strahlige Masung dann noch unten. Mhm. Ja, so die Größe, ja. Die Sachen, die man normalerweise an. Da muss ich mal denken. Ja, macht das zu sehen. Ja. Das versuchen wir. Ja, fast. Ja. Dann kann man ja eigentlich schon mal. Genau.